Herzlich willkommen zu unserer Elliott Wave Lektion für Fortgeschrittene mit dem Elliott Wave Standardmuster Diagonal. Diagonale sind eine wichtige Struktur in der Elliott Wave Analyse, deren Verständnis auch eine wichtige Grundvoraussetzung ist, um Charts im weiteren Verlauf lesen zu können und zu verstehen. Denn innerhalb eines Diagonals wird mit einer der wichtigsten Grundregeln der Elliott Wave Analyse gebrochen, und zwar, dass eben hier in einem Diagonal ein Wellenschnitt der Welle 4 und der Welle 1 vorliegen darf. De facto ist es auch so, dass nur so letzten Endes auch ein Diagonal überhaupt zustande kommen kann. Jetzt ist es aber nicht so, dass man einfach hergeht und sagt, alles, was wo die Welle 4 die 1 geschnitten hat, zähle ich am Ende dann eben als Diagonal. So funktioniert das Ganze natürlich nicht, denn was das Diagonal eben grundsätzlich voraussetzt, wie auch schon der Name sagt, ist, dass es eben in eine diagonale Struktur hineinpasst. Dabei kann man auch von endenden Diagonalen sprechen oder expandierenden Diagonalen. Da gibt es dann noch einige Abweichungsformen. Und das ist natürlich alles auch oftmals dann in der Praxis auf dem Chart jetzt nicht alles so wunderbar symmetrisch, wie wir das jetzt hier mal beispielhaft skizziert haben. Aber grundsätzlich geht es darum, dass sich das Diagonal eben hier in einem gleichmäßig diagonalen Trendkanal eben auf oder abwärts gerichtet im Chart bewegt. Und dabei kommt es eben dazu, dass wir es eben hier in allen Wellen mit einer sehr, sehr starken überlappenden Struktur haben. Ich meine, die 1 und die 2 überlappen sich natürlich grundsätzlich sehr, sehr weit, aber dann geht das Ganze eben auch hier weiter, dass wir es dann eben hier eben auch mit dieser starken Überlappung in der Welle 4 zu tun bekommen, die dann eben hier nochmals dann diese Unterseite des Diagonals wieder anläuft, ehe wir dann hier in der 5 wieder nach oben laufen und dann hier quasi von dort aus dann wieder die nächste Korrekturbewegung lostreten. Wie gesagt, das wichtigste Herausstellungsmerkmal eines Diagonals ist, dass wenn wir diese Struktur vorliegen haben, wir das Ganze trotzdem als Impuls zählen können und eben die Welle 4, die Welle 1 hier an dieser Stelle schneidet. Hinzu kommen auch oft noch Variationen innerhalb dieser Szenarien, dass sich dann beispielsweise die Welle 3 oder aber auch die Welle 5 dann unterteilig nicht als sauberer fünfteiliger Impuls darstellt, sondern beispielsweise wir es dann auch oft mit dreiteiligen Bewegungen innerhalb der Antriebswellen zu tun haben, die das Ganze dann eben in irgendeiner Art und Weise, wenn man möchte, eben auch ähnlich eines Dreiecks werden lassen. Das kommt eben insbesondere auch im Bereich von Einzelaktien vor, als auch eben teilweise in Rohstoffen, seltener in den großen Indexen. Aber es ist eine wichtige Struktur, mit der man eben vertraut sein sollte und auch verstehen sollte, wie das dann eben auch im Chart möglich ist. Also das Diagonal, wie gesagt, bricht mit der grundsätzlichen Regel, dass die Welle 4 die Welle 1 nicht schneiden darf. Im De facto muss sie es sogar schneiden, muss sich dann aber eben hier im Rahmen dieses Diagonales eben halten, um damit dann überhaupt, ja, natürlich auch diese Struktur entsprechend ausbauen zu können. Ja, damit die Erklärung des Diagonals abgeschlossen.